Hallo meine Lieben, hier ist der Sini. Wir haben heute ein neues Video hier zu Marvel Rivals, worauf ich mich sehr, sehr freue, weil das Spiel. Ich bin großer Marvel-Fan. Ich weiß nicht, zwar nicht alles von Marvel, aber ich bin großer Marvel-Fan auf jeden Fall. Seit den Guardians of the Galaxy definitiv. Und Spider-Man schon davor und all den Kram. Ich freue mich sehr auf dieses Spiel. Das ist ein Shooter. Und ich freue mich auch, Part dabei zu sein, irgendwie Content Creator davon geworden zu sein. Ich bin super hyped auf das Spiel und wir haben jetzt einen kleinen Trailer bekommen, was uns zum Release erwartet und wie es dann weitergeht. Ich habe schon ein bisschen reingeguckt, muss ich dazu sagen. Aber ich würde dann gleich noch was dazu sagen. Ich lasse es erstmal kurz im Trailer spielen und dann gucken wir uns mal den gemeinsam an. Ich hoffe, der ist laut genug. Ich mach's mal ein bisschen lauter. So. Dear Rivals, Kompon hier. Today, I'm happy to share Wartet with mal ganz kurz. So. you all the latest news regarding the Marvel Rivals roadmap. Damit ist auf jeden Fall eine Roadmap, das ist Personally, ziemlich gut. my biggest thanks to the Marvel Rivals community for sticking with us and keeping the excitement alive. We are in the home stretch now. Since the closed beta test, we've been working around the clock to fine-tune the game for Den war in launch. der Beta schon sehr gut. Everything from perfecting our roster of heroes and villains to enhancing the stages, refining systems and Also, damit ihr schon mal ironing wisst, ich werde auch ab und zu jetzt mal ein bisschen dann, wie gesagt, stoppen und dann was dazu sagen, eventuell, ja, damit ihr schon mal Bescheid wisst. the last bugs. We're committed to making sure we deliver a game that's as epic as the Marvel Universe deserves. So bear with us just a bit longer. We're almost there, and the new content is shaping up to be something special. Now, for those who have been keeping tabs on Marvel Rivals, you've seen the 33-day countdown, Genau. starting with the big green guy himself, Hulk. Ages ago, Hulk was the first hero we built. War auch ein He's guter a pretty Charakter. incredible leap, setting the tone Hat mega for Fun our gemacht zu quest to spielen. make it unique and make it crazy. As the countdown ticks down on our starting lineup of 33 heroes, the final hero to be revealed will be sure to Und excite, ich weiß auch, glaube ich, schon, wer es especially ist. the team-up ability with the Hulk. So, stay tuned for the rest of this wild ride. Kann man schon denken, wer es ist, eventuell mit Hulk. Wahrscheinlich Black Regarding Widow, our aber mal gucken. seasonal roadmap, come December 6th, Dezember 6. players will get to jump right into season Also, zero. wie ihr schon seht hier, Season 0 fängt also mit dem 6. Dezember an. Das heißt, es ist erst die 0. Season. Ja, es ist noch kein voller. Also, Release ist es zwar schon, aber die Season 1 ist noch nicht da, ne? Don't rise. Over the course of this month's long kickoff season, we will release a total of 33 heroes. Das Amen. heißt also, 33 Heroes wird es zu der Season 0 geben. Und wie man jetzt schon lesen kann, 8 Maps, Quick Match und Competitive Modes. Maps for quick Gut. match and competitive modes. A conquest map and a brand new practice range. Okay. Though I will keep the specifics about the newly added heroes under wraps for now. Okay. Doom's Rise is our opening season, and it's all about the chaos caused by Dr. Doom wäre auch Strange's mega Time cool in dem Stream, Spiel, wenn ich ganz ehrlich bin. unleashing the Time Stream Entanglement, resulting in the formation of four new chronon verses: the techno dystopia of 2099, the present timeline where evil tragedy strikes. Was ich mir aber dann vorstelle, wir haben ja hier 2099, war das denn sogar das Zeitalter von dem einen Spider-Man, wo so viele gehypt sind von? Es gibt auch ein Spider-Man-Kostüm oder irgendein Spider-Man. Ich weiß aber nicht mehr, war das. Ich glaube, es war auch in dem Miles Morales-Film drin. Und der war auch von 2099. Wäre schon cool, wenn wir da einen extra Charakter für kriegen würden, ne? The present timeline where evil tragedy strikes, the unstable space-time of the mosaic timeline, and the collapsing timeline where even the gods can die. Futures, pasts, and alternate realities will be woven into our ever-evolving narrative, Okay. where every match you play tells a story. But this is just the beginning. We are eager to bring more heroes and maps to those who love Marvel Rivals. So, Season 1 will begin in early January 2025. Gut, das heißt, Early, ich vermute mal, dann geht jetzt halt die Season 0 von Season, also bis Season 1 ein Monat. Ich denke mal, wir haben ja 6. Dezember fängt es an. Das ist ja auch theoretisch Early Dezember. Dann haben wir hier theoretisch, ja, einen Monat Zeit, würde ich sagen. This season will be the framework for all our four seasons going forward. Where we plan to launch each season with new Okay, content, jede Season bekommt neue heroes, Contents. maps,
team up abilities. Game Mode neu sind auch cool. Each season will last about every 3 months. Das ist auch wichtig zu wissen. Das heißt also, Season 1 käme im Januar. Das heißt, im April kommt erst Season 2 dann theoretisch, ja? 3 Monate pro Season. Ich weiß, ihr könnt lesen. Aber es gibt auch vielleicht welche, die können kein Englisch. Das ist schon mal gut zu wissen. We know the topic that's been the subject of discussion among the community has been monetization. Above all, we want to remind the players that we are never going to charge for power and there will be no pay-to-win scheme. Wäre ja auch blöd irgendwie. So to start and launch, we are rolling out a Battle Pass is okay. With costumes and cosmetic goodies. Since Season Zero only lasts about a month, the Season Zero Pass has half the content of a full season Battle Pass. And is priced accordingly. The store will be regularly updated, packed with. Das ist so ein geiler Skin, oder? Der Iron Man Skin. MCU inspired designs, costumes that directly reflect the unique story. Das ist auch ein geiler Skin. Da habe ich auch Bock drauf. Und das ist der Thor. Mega guter Skin. Also allein die Skins sehen schon so gut aus in dem Spiel, ne? One final note: We know we have Marvel Rivals fans from all over the world. And we are committed to making the best gaming experience possible to cover all our players. We've committed to maintain 60 server tick rate. Okay. We've also expanded our server regions to ensure everyone has a smooth gaming experience. With our new server node selection feature, you can choose a single or group of servers. Oh, das heißt, man kann also dann nur. For lower ping and faster. Das ist gut zu wissen. Das heißt, wenn du gar nicht, also ich sag mal, wenn am Abend jetzt halt bei Europa weniger los ist, kannst du theoretisch auch mit Servern spielen, wo der Ping einigermaßen okay ist. Also nach Nordamerika gehen oder Middle East, South America, Asia vielleicht. Je nachdem, wie der Ping halt ist. Ich hoffe, dass da aber auch angezeigt wird, wie der Ping ist, damit das ja nicht zu Problemen kommt. Oder du dann, sagen wir mal, mit einem 300er Ping spielst mit anderen, das wäre ein bisschen komisch. Und ich weiß, das Licht ist kacke, es tut mir leid, aber. Es musste schnell gehen, es ist gerade erst rausgekommen und ich wollte eigentlich schon im Bett sein, aber für euch mache ich das Video noch. Das ist auf jeden Fall gut zu wissen, dass es das geht, dass man auf Server wechseln kann. Das war ja, glaube ich, Overwatch kann man das, glaube ich, auch machen. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Aber wenn mal die Zeiten zu lang sind, dass man wechseln kann, ist schon mal gut. For you. Optimizing for lower ping and faster matchmaking. We are almost done with these details. So be sure to check out our dedicated server node site launching soon. Additionally, we are also very happy to announce four voiceovers in English, Chinese and Japanese, along with Text Support. Ich finde es schade, dass es kein Deutsch gibt, bin ich ganz ehrlich, weil wir haben auch deutsche gute Synchronsprecher, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich finde, allein im MCU gibt es sehr viele gute deutsche Sprecher. Allein der Sprecher von Tommy Morgenstern für Thor wäre mega geil gewesen, wenn wir die genommen hätten aus MCU und so weiter. Aber mich würde interessieren, wie das auf Japanisch klingt, wenn ich ehrlich bin. Und wenn man das, bitte, bitte, lieber Gott, lass uns die Sprache selber aussuchen. Das heißt, nicht, dass mir, ich sag mal, es gibt, glaube ich, Probleme bei manchen Spielen, da musst du das Spiel erst auf Japanisch stellen, damit die japanischen Stimmen aktiv sind. Wisst ihr, was ich meine? Und ich hoffe, du kannst automatisch wählen. Also im Sinne von, selbst wenn du auf deutschem Client spielst, japanische Stimmen, das wäre mir wichtig. Dann würde ich mal auf Japanisch spielen auf jeden Fall, es wäre witzig bestimmt. We can't wait for you to join us in the world of Marvel Rivals. Thank you for your support and let's build this unforgettable adventure together. Ich hab Bock. Ich hab Bock. Das war der Trailer, wie es aussieht. 6. Dezember geht's los. Ich freue mich wirklich sehr drauf. Ich weiß noch gar nicht, wer mein Main ist. Es gibt so viele Charaktere, die mich interessieren in diesem Spiel. Allein schon, wenn ich anfange mit Groot, war mega cool als Tank, habe ich gern gespielt. Dann gibt es den Star-Lord, weil es mein Lieblingscharakter aus Marvel ist. Spider-Man fand ich nice. Problem ist, mit Spider-Man habe ich noch so ein bisschen Probleme. Ich bin allgemein im Shooter halt ziemlich schlecht. Aber ich freue mich gemeinsam mit euch das zu erleben und irgendwie ein bisschen Marvel-Liebe in meinem Stream zu bekommen. Daher merkt euch das Datum. Wir werden auf jeden Fall spielen und wahrscheinlich sogar aktiver spielen, weil ich habe wirklich Bock auf dieses Game. Und falls ihr Bock habt, schaut gern bei twitch.tv/Shinichiro vorbei. Und
Wir können zusammen Rangliste machen, wir können zusammen normale, vielleicht sogar kann man Viewer Games machen, vielleicht geht das. Ich würde mich sehr darüber freuen. Ein paar Videos werde ich wahrscheinlich noch dazu machen dann im Laufe der Zeit. Die ganzen Skin-Reveals sind ja momentan durch den Countdown da. Da werde ich noch mal Videos zu machen, denke ich. Und ein neuer Charakter soll noch angekündigt werden. Ich darf, glaube ich, nichts sagen, aber es ist beim Hawkeye. Ihr habt nichts gehört. Aber ich freue mich so drauf. Und wie gesagt, jetzt haben wir ja was gesagt bekommen. Der letzte Charakter, der soll ja mit Hulk synergieren. Da vermute ich, wird es Black Widow sein. Also ich wüsste sonst nicht, wer. Wenn Red Hulk kommt, wäre schon geil, aber ich glaube, Black Widow passt dann eher dazu. Ich halte euch hier auf dem Laufenden, mache dann Videos dazu. Ich hoffe, ihr seid genauso gehypt wie ich auf dieses Spiel. Und ach, keine Ahnung. Ich finde auch so krass, dass es Crossplay hat zwischen Epic Games, zwischen Steam, PS5 und Xbox. Ich könnte euch so viel erzählen, wie ich begeistert davon bin. Und ihr seht es dann im Stream. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Ein Abo wäre cool. Geht auch gern, wie gesagt, folgt mir auf Twitch. twitch.tv/Senichiro. Ich würde mich mega, mega freuen. Ich freue mich so auf dieses Game. Und ich hoffe, wir werden eine Menge Spaß haben. Wir sehen uns aller spätestens am 6. Dezember dann. Live auf Twitch. YouTube vielleicht sogar auch oder TikTok. Macht's gut. Euer Senichiro. Tschüss.